Liebe Eleanor Roosevelt, mein Name ist Maxine Wax und ich bin 15 Jahre alt. Ich schreibe Ihnen, weil meine beste Freundin Ellie ihren Verstand verloren hat. Wir wollen Eleanor Roosevelt treffen. Wir schwänzen am Freitag die Schule. Und wenn Sie dahinter kommen, sind wir beide schon lange weg. Wir werden das ganze Land sehen, Ellie. Gott, ich liebe Amerika. Ihr müsst versprechen, dass ihr es niemandem sagt, nicht mal Dad. Dad will nicht, dass ich Geheimnisse vor ihm habe. Ihr kriegt $5 von mir. Und ich dachte, wir könnten vielleicht ein paar Fotos von uns und andere tolle Sachen reinkleben. Eine tolle Idee, Max. Oh, dann könnten wir meine Tante Daisy in Las Vegas besuchen. Tante Daisy ist deine Lieblingsnichte, Maxine. Oh, Schätzchen. Was machst du denn hier? Oh, meine Freundin Ellie und ich sind auf dem Weg nach New York. Wieso fährst du nicht mit uns, Tante Daisy? Ich kann doch meine Sachen nicht allein lassen. Der Star der Show, Deslyn Daisy. Das ist doch nichts. Du musst auf der großen Bühne stehen und tanzen. Ihr beiden seid nicht von hier, oder? Nein, wir kommen aus Kalifornien. Wieso kommt ihr nicht mit auf meine Ranch? Na, was sagt ihr? Ja, gerne. Ja, sie haben es sehr schön hier. Können wir beide reiten gehen? Mein Sohn kann euch sicher alles zeigen. Audi, ich versuche nur, meine Tochter zu finden. Wenn Ellie aus New York zurück ist, können wir dann zu Kentucky Fried Chicken gehen? Johnny, du wirst jetzt eine Fahndung nach den beiden ausschreiben. Wenn ich weiß, wo sie hinwollen. Schafft es dieses Gefährt quer durchs Land? Ich denke schon. Aber sie müssen Little Elvis festhalten. Und er könnte in ihre Tasche machen, also nicht aufregen. Die Suche nach dem entflohenen Häftling Frank Morris dauert an. Wir verschwinden. Ganz ruhig. Sind Sie der Genie von Alcatraz? Nennt man mich jetzt so. Das ist nur zu Ihrem Besten. Hey, Kumpel. Also von der Sorte habe ich auch zwei zu Hause. Eleanor Potter und Max the Wax? Alles klar, wir kommen so schnell wir können. Dein Vater wird bald da sein. Hier bin ich. Hi, Daddy. Ihr zwei steckt in großen Schwierigkeiten. Sie haben Fremde meine Tochter kidnappen lassen? Also, wie sahen die aus? War es diese Frau? Das ist Eleanor Roosevelt. Ist es nicht.